Mein Name ist Monika Johannes. Ich bin seit 26 Jahren an dieser Schule, bin momentan in Jahrgang 9 und unterrichte an der Schule Deutsch, katholische Religion und inzwischen auch Ethik. Sie sind hier auf unserem Sportgelände. Sportplatz noch sehr neu, unsere Halle top ausgestattet. Unsere Sportlehrer sind sehr zufrieden mit der Ausstattung und können da auch viel machen. Ich werde Ihnen jetzt mal so ein bisschen die Schule und den Unterricht vor allen Dingen auch zeigen. Bei Fragen immer gerne einfach dazwischen. Auch die Kolleginnen in den Klassen wissen Bescheid und sie dürfen auch da fragen. Sie dürfen natürlich auch die Schülerinnen fragen. Bei uns ist das alles möglich. Wir gehen zuerst in den Unterricht eines Fünferjahrgangs. Und zwar haben wir fest im Stundenplan drin, mittwochs immer zwei Projektstunden. Die letzten beiden Stunden, fünfte, sechste, sind an der ganzen Schule Projekt. Die Projekte sind über die ganzen Jahrgänge festgelegt, von den Themen her. Und da schauen wir jetzt zuerst mal rein. So. Unser Gebäude, kann ich Ihnen vielleicht gerade noch sagen, ist so wabenförmig aufgebaut. Wir haben Gebäude von A bis F, die sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Und hier direkt vor uns ist der Verwaltungstrakt, das ist das Gebäude V. Und wir gehen jetzt in B, da ist der fünfte Jahrgang untergebracht. Die Jahrgänge sind immer zusammen und immer beim Jahrgang sind auch die Tutorinnen des Jahrgangs. Wir sind immer zu zweit in einer Klasse, idealerweise Mann und Frau. Lässt sich nicht immer verwirklichen, ist aber in vielen Fällen so. Und wir haben dann kein großes Lehrerzimmer, wir haben einen Teamraum beim Jahrgang. Wir sind also für die Schüler immer erreichbar. So, ich sage gerade noch mal ein bisschen was zu unserem Konzept. Wenn Sie die Decken gerade sehen, wir bekommen eine neue Feuerschutzanlage und da sind wir momentan mitten in der Bauphase, genauso wie hinter dem Haus, wo die neue Bushaltestelle dann gebaut wird. Sie haben jetzt gerade ja in 5 gesehen, da ist die ganze Klasse zusammen, so ist das bei uns in 5 und 6. Wir lassen in 5 die Kinder erstmal ankommen und dann machen wir uns ein Bild in den einzelnen Fächern, wo steht das Kind, wo braucht das Kind Hilfe und differenzieren dann in den Fächern. Das heißt, Kinder bekommen mehr Zeit, Kinder bekommen andere Aufgaben. Inzwischen sind auch unsere Bücher so aufgeteilt, dass man leichtere oder schwierigere Aufgaben hat, dass die Kinder, die leistungsstärker sind, Zusatzaufgaben bekommen oder, oder. Wir sehen aber auch, wenn ein Kind sich ein bisschen ausruhen will und sagt, oh, ich mach mal nur, bei uns ist das oft auch ein Stern und zwei Stern. Ein Stern sind die leichteren Aufgaben, zwei Stern sind die komplizierteren Aufgaben. Wenn jetzt einer sagt, ich mach mal nur ein Stern, bin schneller fertig und habe nicht so viel Arbeit, muss nicht so viel nachdenken, dann sehen wir das natürlich auch und sagen dann auch, komm, mach mal, ne? Mach mal ein bisschen besser. In Klasse 7 fängt bei uns die äußere Differenzierung an. Das heißt, die Kinder werden zunächst in Mathe und Englisch in einen E- und einen G-Kurs eingeteilt. Der G-Kurs, der bleibt klassenbezogen. Da sind also nur die Kinder aus der Klasse drin. Die E-Kurse sind schon gekoppelt aus zwei Klassen. Und dann geht es weiter. In 8 kommt dann die Differenzierung in Deutsch dazu, in E und G. Und in 9 gehen wir schon in eine Dreierdifferenzierung. Und nach 9 verlassen uns ja auch schon die ersten Kinder wieder. Es ist ja so, dass wir in der Regel zu zweit die Klasse von 5 bis 10 begleiten. Wir bleiben auch, wenn möglich, im gleichen Klassenraum. Hier im C-Block und im F-Block, wo die Musik- und Kunsthandwerkräume sind, haben wir einen Fahrstuhl, um auch beeinträchtigte Kinder, die auf Fahrhilfen, haben wir momentan ein Kind, angewiesen sind, dass die in alle Ebenen hier kommen, weil oben sind dann ja auch DS-Raum, Küche, alles Mögliche. Ja, die Differenzierung, wir gehen mit den Kindern und dadurch ist natürlich auch ein sehr vertrautes Verhältnis.
Hier sind jetzt die naturwissenschaftlichen Fachräume und wir besuchen jetzt den Herrn Hinkel. Der ist im C16. Wenn Sie Fragen haben, ne, immer. Also, was ich vergessen habe, in 6 bekommen die Kinder ein zusätzliches Hauptfach. Das können sie frei wählen. Das heißt bei uns Wahlpflichtfach, WPF. Da kann man wählen Kunst, Handwerk, Kunst, Kunst, Handwerk, Technik, die Fremdsprachen, Französisch, Latein, DS, Ökologie und EWG. EWG ist Ernährung, Wirtschaft und Gesundheit, wo die Kinder nicht nur kochen, sondern auch wichtiges Lernen, zum Beispiel Kontoführung, wie mache ich einen Mietvertrag, Kaufverträge, sowas. Also sehr praktische Sachen werden da bearbeitet. Bei uns muss auch kein Kind, von dem man denkt, das geht in die Oberstufe in 6 schon die zweite Fremdsprache wählen, weil die in der Oberstufe in 11 dann nochmal angeboten werden, sodass man das da auch nachholen kann. Überhaupt kein Problem. Also die Kinder sollen da ganz nach Interesse wählen. So, dann gehen wir in C6. Bitte? Frage, ja. In der 6. Klasse haben Sie gesagt, kommt ja. Ja, ja. Das ist dann aber nur ein Fach von den vielen, die Sie jetzt genommen. Ja, genau, die wählen eins. Und das bleibt dann ein Jahr? Nein, das ziehen die durch. Ja, bis 10. Die Kinder können auch nicht mehr switchen, wenn sie feststellen, nee, das war jetzt doch irgendwie was. Also in riesengroßen Ausnahmefällen ja, aber in der Regel nicht. Die werden da informiert, die schnuppern auch vorher mal, die dürfen sich die Fächer anschauen. Da findet also ganz viel Information auch für sie vorher statt, damit die Kinder sich da auch richtig finden. Also wir sind eigentlich immer hier, das Robotics AG. Gut, weißt du, ist der Anselm. Kommen Sie. Ich weiß aber nicht, wo der ist, ob der... Ja gut, dann ich weiß nicht, wo der ist. Der ist in dem anderen Saal. Dann bleiben wir bei dir. Ja, hier gibt es eh mehr zu sehen. Ja, kommen Sie ruhig alle rein, wir haben genug Platz. Genau. Wer seid ihr? Schulfernsehen? Ja, genau. Die dürfen nicht reden, gell? Weiß ich nicht. Dürft ihr reden? Ja. Ja, ich kann mit euch reden, ja. Wofür macht ihr das? Für die Homepage. Für die Homepage? Wo kriegen wir da jetzt auch Videos? Jetzt werde mal... YouTube. Ah, die AG. Ich zeige euch mal die AG. Das ist also die Lego Robotics AG. Am besten nicht mich filmen, sondern so die Sachen filmen, die es zu sehen gibt. Ne? Weil ich bin ja nur der Lehrer in der Robotics AG. Also wir haben hier zum Beispiel unseren Spieltisch. Bleib ruhig da drauf. Wir haben hier unseren Spieltisch und da lassen wir die Lego Roboter fahren und dann müssen wir immer ganz viele Aufgaben lösen. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, was ja öfters mal daheim als Problem auftaucht, man muss das Haus mal hochheben. Ne? Das müssen wir ein Programm schreiben, wie man das Haus hochheben kann. Oder man muss ein Programm schreiben, hier haut den Lukas, muss man ein Programm schreiben, das das Ding nach oben katapultiert. Oder man muss, jetzt hat die denn einen, fahr mal Luis, fahr mal. Der Luis hat gerade ein Programm geschrieben und das Programm, Marc, geh weg. Und das Programm, das kann Hindernisse erkennen. Und für den Notfall hat es noch einen Notfallausschalter. So, jetzt hat er die Wand erkannt, ne? Und dann weicht er dem Hindernis aus. Geht eigentlich ganz gut, ne? Und er weiß zwar nicht, wo er hin will, aber er will nirgends anstoßen, immerhin. Ja, das heißt, das sieht jetzt so toll und so leicht aus, aber so ein Fahrzeug muss man erstmal bauen. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Also da muss jemand schon ganz gut sein in Lego-Technik bauen. Also alle, die Lego-Technik daheim haben oder sie irgendwann kriegen, die tun sich leichter. Und wenn man dann ein schönes, funktionelles Fahrzeug gebaut hat, dann darf man noch ein Programm dafür schreiben. Und das Programm, das wird da hinten geschrieben, von der Nina. Die Nina hält aber gerade das Kabel, die hat nur eine Hand frei. Komm mal, film mal da hinten, die Nina. Wie die gerade ein Programm schreibt. Wo bist du gerade? Ja, egal. Wir die Räder machen. Das heißt, das, was der Lego-Roboter kann, das muss man ihm erst sagen. Und das Programm, das kann das dann. Das müssen aber immer noch Menschen schreiben. Ja, so funktioniert es.
Und die findet immer dienstags statt von 15 Uhr, von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Immer dienstags, ja. Und wir nehmen da auch einmal im Jahr einen Wettbewerb teil. Das ist entweder World Robot Olympiade oder First Lego League. Und da gibt es dann dazu auch den Spieltisch, wo wir Aufgaben lösen müssen. Ab der 5. Klasse ist das, ja. Das ist eine AG. Das heißt, in die AG wählt man sich ein und dann ist man da ein halbes Jahr drin. Und wenn es einem gefällt, bleibt man drin. Und wenn nicht, dann geht man wieder raus. Und wir haben aber immer eine relativ große Warteliste. Und dann rückt halt einfach jemand nach. Aber es soll immer so sein, dass die, die ein großes Interesse haben, dass sie auch teilnehmen können. Deshalb haben wir dieses Jahr auch mal so einen Eignungstest gemacht. Vorher, da haben wir dann so eine kleine Aufgabe gestellt, wo man was als Lego bauen sollte. Und wer das gut hingekriegt hat, der hat schon mal bessere Karten gehabt. Weil oft ist es so, man denkt immer, naja, ich gehe da jetzt rein und dann lerne ich das von ganz alleine. Aber so ist es leider nicht. Leider, man muss schon großes Interesse mitbringen. Und ein bisschen Geduld braucht man auch. Wir haben heute schon ein paar Mal erlebt, dass was nicht funktioniert hat. Und dann darf man nicht verzagen und muss halt so lange machen, bis man das Problem gelöst hat. Ja. Also wir sind Problemlöser sozusagen. Ja. Ja, das ist so das, was wir in der AG machen. Und vielleicht können wir noch einmal hier den Zeichenroboter zeigen. Den hat der Philipp gebaut und der kann zeichnen. Ist auch ganz witzig. Also ich sag mal so, am Anfang ist es so, da ist es ganz gut, wenn man was nachbaut. Und je mehr man gebaut hat, desto mehr weiß man und dann baut man eigene Sachen. Also wenn ich jetzt mal diesen ganz einfachen da nehme, das ist ein Modell, Sie sehen, das sind alles die gleichen. Das haben wir gemeinsam gebaut, aber nur aus dem Grund, weil die Erfahrung war, dass die in dem Alter tun sie sich echt schwer, so eine Maschine zu bauen, die möglichst viele Aufgaben lösen kann. Und das stabil hinzukriegen, ist gar nicht so ganz einfach. Ich habe die Kinder das alles schon bauen lassen, da hocken die da 3-4 Monate, bis sie so ein Fahrzeug gebaut haben. Und das ist natürlich dann kommt das Programmieren zu kurz. Und deshalb haben wir es dieses Jahr so gemacht, wir haben alle das gleiche Modell gebaut und dann kann man sich mehr aufs Programmieren konzentrieren. Das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. Das haben wir entwickelt, das Modell, aber es gibt ganz viele fertige Modelle, die das Programm anbietet. Da gibt es also, auch wenn das Programm nichts mehr anbietet, dann geht man in YouTube und sucht sich ein Modell zu einem bestimmten Thema und dann kriegt man immer irgendeinen Treffer. Und dieses Modell ist eigentlich ganz gut geeignet, weil es kann viele andere Sachen noch. Das kann zum Beispiel, das ist modulweise aufgebaut. Da kann man zum Beispiel Sensoren einfach abnehmen und wieder dran montieren. Einfach mit klicken. Oder man kann einen Motor komplett abnehmen, kann man komplett rausnehmen und den Motor kann man einfach rausnehmen, Kabel noch wegmachen und dann sieht das Modell jetzt wieder ganz einfach aus. Das jetzt halt geht schon sehr ins Detail, das interessiert jetzt auch nicht jeden. Und dann kann man das komplett wegnehmen und hat man so einen Basisroboter, wo man dann einfach Module anbauen kann, ne? Um dann später so Aufgaben lösen zu können. Das verwenden wir jetzt so als Basismodell, genau. Weil es halt viele Aufgaben ermöglicht. Ich habe Ihnen jetzt schon viel mehr erzählt, wie ich allen anderen erzählt habe. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Eine hätte ich. Ja. Genau, da kann man sich dann, es wird immer in der 6. Klasse wird dann ein Wahlpflichtfach gewählt, das man dann ab der 6. Klasse im zweiten Halbjahr dann belegt. Genau. Vierstündig, also wie ein Hauptfach, das wird als Hauptfach geführt, es werden noch Klassenarbeiten geschrieben und das zusätzliches Hauptfach, was dann in 6 gewählt wird und durchgeführt wird bis 10 und je nachdem kann man dann DS auch in der Oberstufe. Ja. Und die Schule geht immer bis 13.05 Uhr. Ja.
Also in der Oberstufe, die haben dann länger, je nach Stundenplan, weil der ja sehr individuell dann auch ist. Aber ansonsten ist bei uns 13.05 Uhr Schluss. Außer dienstags und donnerstags, wo AGs stattfinden, wenn Kinder diese AGs besuchen. Das geht dann bis 15 Uhr. Mhm. Und dann fahren auch Busse. Das ist unterschiedlich, also 300, um die 300 haben wir immer. Ja. Wenn Geschwisterkinder hier sind, dann ist die Chance immer ganz gut. Ja, wir machen 3 Töpfe, wo nach Empfehlung sortiert wird und aus diesen 3 Töpfen wird dann gelost. Leider nicht. Was sind das für 2 Töpfe? Nach der Empfehlung, nach dem Schulabschluss, den die Grundschule empfiehlt. Also Ende Februar, nein Quatsch, Ende Januar bis, glaube ich, 2. Februar ist die Anmeldung. Also wenn Sie das Zeugnis haben, das Halbjahreszeugnis der Grundschule. Dann direkt anschließend ist die Anmeldung hier und das macht die Schulleitung dann im Verwaltungsgebäude, die ganzen Mitglieder der Schulleitung, unsere Stufenleiter. Also wir sind ja eine Teamschule. Bei uns ist immer ein Stufenleiter zuständig. Für 5 und 6 ist das die Frau Fußer. Für 7 und 8 der Herr Klees und für 9 und 10 die Frau Bub. Und das sind unsere Schulleitungsmitglieder, die unsere Teams betreuen, uns betreuen, den Jahrgang betreuen. Und über allem ist dann die Schulleitung mit Herrn Pellkofer. Ja. Die Anmeldung verfeiert dann wie? Also man hat das Zeugnis ja und dann meldet man sich. Sie kommen dann her und sie kommen persönlich her, ich glaube sogar mit dem Kind. Und dann können Sie sich bei einem der Mitglieder der Schulleitung anmelden. Das läuft erfahrungsgemäß Corona-technisch zurzeit telefonisch mit Voranmeldung oder man kommt einfach mittags, morgens dann mal. Ich denke, Sie vielleicht mit Termin oder so, das werden Sie dann sicher auf der Homepage auch finden. Aber ich denke persönlich. Ja. Vielleicht haben wir aber gleich noch die Möglichkeit, draußen noch ein Mitglied der Schulleitung zu befragen dazu. Die Frau Geg ist überall. Sonst noch Fragen? Ist viel auf einmal, glaube ich, ne? Wenn man so von außen kommt und von kleinen Grundschulen, dann ist das doch hier erstmal sehr groß. Aber da gewöhnt man sich dran, ne? Das geht ganz schnell. Ja, tatsächlich, aber es ist viel auf einmal, aber insgesamt habe ich das Gefühl, in dieser Dreiviertelstunde jetzt sehr wenig vom Gebäudekomplex zu sehen. Ja, das ist richtig, ja. Und das ja. Reicht dann aus, um sich jetzt zu entscheiden, zu sagen, das kommt dann in Frage. Ist das erfahrungsgemäß? Ich habe jetzt nicht, kann mich jetzt im Moment gar nicht entscheiden, ob ich jetzt genug gesehen habe. Ja, ja. Das waren jetzt 3 Eindrücke, aber mhm. Sie bieten ja wesentlich mehr an. Ja, richtig. Aber Sie können jetzt noch rund gehen, also im Gebäude F zum Beispiel sind unten die Kunsthandwerksräume, die können Sie noch anschauen. Darf man also das Ding beschreiben? Also darf man das ja, ja, jetzt dürften Sie auch noch ein bisschen. Man das Gebäude F? Das ist gleich, oder so. Gleich, also wir sind jetzt hier in C und dann gehen Sie einfach weiter, D, E, F. Ich kann es Ihnen aber gern unten auch nochmal zeigen. Ja, alles schon rum. Richtig, ja, das ist jetzt bei der letzten Gruppe schon alles. Das ist richtig, ja. 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 Aber ich denke schon, weiß, wo der Eingang ist und weiß, wo der Ausgang ist, und das war's. Ja.
So vom Konzept habe ich eigentlich viel gesagt, wie es läuft mit Differenzierung, mit den Wahlpflichtfächern. Das ist ja so das Konzept, was uns unterscheidet. Was wird Sie denn noch interessieren? Ja, nee, überhaupt die Schule machen. Nach nur zwei Räumen wieder. Ja. Genau, da waren wir eben im Projekt. Das ist, weil wir haben am Tag der offenen Tür den Mittwochsunterricht. Und jetzt, 5.6., hat die ganze Schule Projekt. Das heißt, das, was wir eben bei Frau Meier und Herrn Wahl gesehen haben, das hat jetzt die ganze Schule. Ja, das wird bei den Kindern so stattfinden. Aber nicht mehr heute. Doch, die sind ja auch unterwegs gewesen jetzt. Ach so, also die gehen so rein und gucken mal. Ja, ja, ja. Und fragen kurz. Ja, genau, genau. Ich dachte, die setzen sich da rein, machen eine Stunde mit. Ja, das weiß ich nicht, wie die Kollegen das geplant haben. Das hängt von jedem dann ab, wie weit da mitgemacht wird. Ja, ja. Also wir haben bei Frau Meier eben den normalen Klassensaal gesehen. So sehen im Grund alle aus, unterschiedlich dekoriert, ne, je nachdem, was man gerade macht. Hier sind die naturwissenschaftlichen Fachräume in dem Gebäude. In F sind die Kunsträume, der Musiksaal. Ja, die Küchen sind hier. Sagen Sie ruhig, was Sie noch. Ich hätte noch eine Frage. Was sind denn jetzt ab der 5. die Nebenfächer? Wie meinen Sie mit Nebenfächer? Sie hatten ja gesagt, Englisch und Mathe ist. Oder ist es jetzt erstmal alles? Es ist alles zusammen. Okay. Ja. Und ab der 6. geht es dann? Ab 7 wird differenziert. Ab 7 wird Mathe und Englisch differenziert. Ab 8 Deutsch und in 9 dann auch die Naturwissenschaften. Und ab 6 kommt das Wahlpflichtfach. Richtig, ja. Weil ja in den Gymnasien auch die Fremdsprache dann, die zweite Fremdsprache dann startet. Das ist ja alles vorgezogen worden. Ne? Ich glaube, ihr habt noch in 7 mit dem WPF angefangen, ne? Oder 6.2 war es bei euch. Das ist von der Schulordnung halt immer früher jetzt. Ja. Aber das heißt, man hat mit 5 auch schon so Fächer dann wie Kunst oder so. Ja, 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 klar, natürlich. Was wir haben NW, wo die naturwissenschaftlichen Fächer bis Klasse 7 zusammengefasst sind oder 8, wo dann Physik, Chemie, Bio in einem Fach ist als Naturwissenschaft. Und wir haben GL, in dem Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde zusammengefasst sind. Da werden also die Themen alle in einem Fach behandelt. Und das geht dann später erst in die einzelnen Fächer.